Die Ultrafans von Babelsberg 03 und ihr Einheizer René Kulke geben im Stadion den Ton an. Uns wird immer vorgeworfen, dass wir Politik mit ins Stadion bringen, ja, immer. Die linke antifaschistische Fankultur ist eine seltene Ausnahme im Fußball. In den gegnerischen Kurven stehen den Babelsbergern oft genug Rechtsextreme gegenüber. Harte Krawalle sind die Folge. Im Potsdamer Stadion von Babelsberg 03 sorgt er für Stimmung. Ultra René Kulke. Ja, dieser Ort, das ist eigentlich mein Wohnzimmer. Das ist die Babelsberg Nordkurve. Wenn ich hier bin, dann spüre ich hier so einen richtigen Puls. Den kann, glaube ich, können weniger Leute spüren. Aber ich habe hier so viel Erfahrung, so viel Leben. Hier ist eine Großteil, hier sind bestimmt Jahre von meinem Leben, sind hier über die Bühne gegangen. In seinem Verein gehören linke Politik und Sport zusammen. Ein bisschen auch seinetwegen. Macht doch irgendwie Spaß zu wissen, dass 400 bis 1000 Leute wirklich das Gleiche singen, wie ich mir ausgedacht habe. Und dadurch so ja manchmal die Mannschaft nach vorne treiben. In wenigen Tagen kommt es hier zu einem Höhepunkt in der Saison. Die ersten Vorbereitungen auf das Brandenburg-Derby zwischen Energie Cottbus und Babelsberg laufen bereits. Ein Hochsicherheitsspiel. Christian Lippold ist bei Babelsberg ehrenamtlich für die Sicherheit im Stadion zuständig. Eine Herausforderung bei diesem politisch aufgeheizten Duell. Also man muss ganz deutlich sagen, dass die Zusammenarbeit von Polizei hier bei den Heimspielen hochprofessionell ist. Wir haben Polizei natürlich am Freitag im Stadion drin. Aber es ist erstmal unsere Aufgabe, mit unseren Ordnern für die Sicherheit zu sorgen. Und nur wenn wir merken, wir brauchen Unterstützung, dann greifen wir auf die Kräfte der Polizei zurück. Heute findet die letzte von drei Sicherheitsbesprechungen statt. Ordner und Polizei sind da. Energie Cottbus ist der Einladung für heute nicht gefolgt. Grundsätzlich ist uns nichts an bekannten oder geplanten Störungen irgendwie zugetragen. Ansonsten wissen wir natürlich, dass es ein hochbrisantes Spiel ist, dass die Rivalität zwischen beiden Fangruppen enorm ist. Beide Fangruppen werden sich intensiv auf das Spiel vorbereiten. Doch was genau die Ultras beider Vereine für das Brandenburg-Derby geplant haben, weiß hier niemand. Auch in Cottbus ist den Fans das bevorstehende Spiel gegen die Babelsberger schon sehr präsent. Doch zunächst geht es heute gegen die Hertha aus Berlin. Linda Reimann ist bei fast jedem Spiel dabei. Der 18-Jährigen geht es um Fußball. Doch im eigenen Fanblock tummeln sich auch Neonazis. Wie leicht vermischen sich hier sportliche und politische Gegnerschaft? Es ist eine besondere Situation mit Babelsberg und es gibt auf jeden Fall schon auf die eine oder andere Art eine Fanfeindschaft, ja. Liegt das an den rechten Fans von Energie Cottbus? Es wird viel behauptet, dass es so ist, aber ich kann sagen, dass das totaler Quatsch ist. Also natürlich gibt es die einen oder anderen, die so sind, aber dass Cottbus völlig rechts ist oder wir, weiß ich was für Leute sind, das ist totaler Quatsch. Am Potsdamer Bahnhof duldet René Kulke keine Aufkleber anderer Vereine. Die Ultras aus Babelsberg verteidigen ihr Territorium. Die Fanszene zählt sich zur antifaschistischen Linken. Eine Seltenheit, vor allem in der vierten Liga. Vor dem wichtigen Spiel gegen Cottbus geht es heute noch zum Auswärtsspiel nach Berlin. Ihr Gegner, der BFC Dynamo Berlin. Oh, früher war beim BFC war ich immer so richtig aufgeregt gewesen, weil da wirklich echte Kanten sind. Das ist der Rekordmeister der DDR gewesen und hatte nach der Wende und auch noch viele Jahre danach ein großes Problem mit Hooliganismus. Ja, also die sind auch berühmt und berüchtigt dafür. Während Babelsberg auswärts in Berlin spielen muss, hastet Linda in Cottbus zum Heimspiel gegen die zweite Mannschaft von Hertha BSC. Heute sind neben Linda noch andere Energiefans auf dem Weg zum Heimspiel. Auch ein Mann, der uns später noch auffallen wird. Es ist so wirklich
zurzeit, also auch schon länger, mein einziges richtiges Hobby, was ich habe, Fußball zu schauen und auch zum Fußball zu gehen. Und ja, das bedeutet mir schon viel. Also sobald wir eine Niederlage erleben, ist der restliche Tag gelaufen. Noch kann Cottbus den Aufstieg in die dritte Liga schaffen. Das glauben zumindest Fans wie Linda. Ihr Kumpel Tim sieht da keine Chance mehr. Auch er zählt sich nicht zu den Ultras, hat aber Sympathien. Babelsberg ist mehr so den alternativen Fanlager zuzuordnen. Und Cottbus, vorsichtig ausgedrückt, nicht unbedingt. Und ich denke mal, da liegt schon eine Rivalität. Aber man muss dazu sagen, in Cottbus, Rostock, Magdeburg, Erfurt, Chemnitz, es gibt die Ultras, es gibt die Extremfans. Und die werden nicht von der Bildfläche verschwinden. Definitiv nicht, weil es gehört zur Fankultur genauso dazu, ist meine Meinung. Der Verein weiß um die Probleme mit denjenigen Ultras, die regelmäßig für Krawalle sorgen. Reden wollen die offiziellen Vertreter mit uns darüber nicht. Linda, wie geht's aus? Sag mal. 2-0. Tim? 2-0 für Cottbus. So ein gutes Spiel? Ja. Die Sonne lacht. Motivation ist noch da. Filmaufnahmen auf dem Stadiongelände wurden vom Verein verboten. Gründe dafür werden nicht genannt. René hat vor dem Auswärtsspiel in Berlin noch einen kleinen Zwischenstopp in einer linken Szenekneipe eingelegt. Selbst das Bier ist hier politisch. 1312, das heißt ACAB. So heißt das Bier. ACAB, All Cops Are Bastards. Ach so! Für die Babelsberger Ultras ist das Verhältnis zur Polizei nicht ungetrübt. Man hat schlechte Erfahrungen gemacht, auch wenn linke und rechte Fans aufeinandertrafen. Dabei sind die Fankulturen vielschichtiger, als man denkt. Der ehemalige Stasi-Verein BFC Dynamo ist heute wegen seiner rechten Ultras verschrien. Dennoch gibt es selbst bei Dynamo immer noch einige linke Fans. Auch sie pflegen die Rivalität der Kurven. Ich sag mal, die anderen jetzt hier irgendwie zu beleidigen und die beleidigen uns auch, das ist Fankultur. Also wir gehen hier nicht zum Ballett. Nur natürlich, es muss Grenzen haben und die Grenzen sind dort, wo es um Rassismus geht, ganz klar. Die letzten Meter zum Stadion. Wie so oft in Begleitung der Polizei. Das ist immer so. Wenn Babelsberg nach Berlin fährt, sind immer Berliner Polizeikräfte da. Die begleiten dann immer alle möglichen zusammen oder einzeln, so wie jetzt. Und das ist Standard. Ich kenne es mein Leben lang nicht anders. Ich selbst finde es ja mal krass, dass die so eine Wirkung auf mich haben, als wenn es mal gleich um Angriff und Verteidigung geht. Sie sind hier mit Behelm. Ich sehe von hier aus zum Beispiel Pfefferspray da leuchten. Ich finde, das sieht immer martialisch aus. Halt davon nicht. Angriff, Verteidigung. Bei den Ultras geht Stimmungsmache manchmal in Randale über. René Kulke lehnt Gewalt jedoch ab. Auch am Stadion des BFC Dynamo heißt es Kamera aus. Berichte über die rivalisierenden Fans sind nicht erwünscht. In Cottbus geht ein langweiliges Spiel zu Ende, sagen die Fans. Vor knapp 4000 Zuschauern kam der Gastgeber über ein 1:1 nicht hinaus. Ein Aufstieg ist damit so gut wie ausgeschlossen. Schissen. Ein anderes Wort gibt es dafür nicht. Also es hat sich erledigt. Das Tor war kein richtiges Tor. Das ist mehr oder weniger nur reingekullert, auf gut Glück. Die Stimmung war nicht da, nicht vorhanden. Wir konnten uns eigentlich gar nicht behaupten auf dem Spielfeld. Das ist mein Fazit. Ja, wir gucken natürlich immer nach vorne. Also es gibt kein Zurückgucken. In Cottbus das recht nicht. Und in Babelsberg werden wir das Ding gewinnen. Auch in Berlin ist die Stimmung gedrückt. Wir haben 1-0 geführt und tatsächlich noch 2-1 verloren. Das ist sehr ehrlich. Also meine Fanseele trauert da nicht so mit, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich finde es immer nur schade, dass die Kurve dann drumherum traurig ist und insofern weniger Stimmung entsteht. Ich ärgere mich immer, wenn Babelsberg verliert. Ja, ich ärgere mich immer richtig dolle. Da kann ich auch schlechte Laune noch 3 Tage haben, egal wann. Ich habe jetzt auch ein bisschen schlechte Laune.
Deswegen muss ich jetzt so vielleicht mal ein Bier trinken, um keine schlechte Laune mehr zu haben. Es geht zurück in die autonome Szene-Kneipe. Und wieder werden die knapp 80 Ultras von der Polizei begleitet. Während draußen die Polizisten Überstunden sammeln, feiern drinnen die linken BFC-Dynamo-Fans ihren Sieg. Einträchtig neben den Babelsberger-Fans, die den Frust um das verlorene Spiel in Alkohol ertränken. Im normalen Leben erkennt man ja keinen, ob er aus Babelsberg kommt, von Hamburg aus Reutlingen, das weiß ja keiner. Ja. Aber beim Spiel ist es auch so ein bisschen entlastend, auch mal zu sehen, ja, wir sind jetzt aber Babelsberg. Wir sind besser als ihr, weil wir viel lauter singen können. Es ist für Außenstehende sehr schwer zu erklären, man muss da so ein Virus fangen und dann läuft es seinen Weg. Im Fußball geht es um Sport, um Rituale und Vereinszugehörigkeit. In Babelsberg kommt eine linke politische Haltung dazu. Das sorgt für harte Konflikte. Uns wird immer vorgeworfen, dass wir Politik mit ins Stadion bringen, ja, immer. Da kommst du in Cottbus an, da wimmelt, da steht nicht Babelsberg ist scheiße, weil sie mit uns in der Regionalliga spielen, Babelsberg ist scheiße, weil sie in den Landeshauptstadt, nee, steht da alles nicht. Da steht Juden 03 und hier hinten steht Nazi-Hools Energie und diese H ist so ein internationales Zeichen für Hooligans. Wir wissen, dass die Szene von Cottbus nicht den antifaschistischen Widerstand organisiert, das wissen wir. Ja? Das ist auch ein richtig krasses Ding. Das war in so einem, ist ein Ort in der Nähe von Cottbus, da schon ganz klar Babelsberg vergasen. Vergasen, da meinen sie ja wohl nicht irgendwelche Straßenhunde aus Bukarest mit. Ja, also das meinen sie in der Assoziation mit dem Judentum, das ist ganz klarer Antisemitismus. Und das regt mich richtig auf. Hetze und Rassismus begegnen die Fans mit konkreten Taten. Die Initiative für die erste gemeldete deutsche Mannschaft aus Geflüchteten ging von der Basis, vom Fanprojekt aus. Welcome United, so heißt die dritte Männermannschaft in Babelsberg. Football is all about revenge. We show love. We show who? Yeah, he's telling us what we are doing, but we still have to talk to each other. Im Sport, im Osten, ist das nicht immer gang und gäbe. Das muss man schon sagen und das darf man auch sagen. Man hätte es vermutlich nicht von außen her vermutet, dass das hier im Plattenland Brandenburg ist, wo die erste Flüchtlingsmannschaft beim Sportverein integriert wurde. Im Verein wird Integration auf jeder Ebene versucht. Nur bei Begegnungen mit anderen Mannschaften werden die Flüchtlingskicker von Babelsberg 03 immer wieder mit rassistischen Anfeindungen konfrontiert. Es geht um Fußball und deswegen verstehe ich das überhaupt nicht, wieso die uns nicht mögen oder wieso die etwas gegen uns sagen. Und es ist ganz schön schwer für mich und für den Rest ist es ganz einfach, weil die nicht so viel Deutsch kennen und am meisten verstehen die gar nicht. Zum Beispiel die Leute nennen uns Affe und Bimbo. Das Engagement von Babelsberg 03 für die Geflüchteten geht über die Mannschaft hinaus. Ein Sponsorennetzwerk konnte einigen der Spieler bereits eine Arbeit vermitteln. Unter der Woche arbeitet René Kulke als Schulsozialarbeiter. Ganz in der Nähe dieser Schule ist René aufgewachsen. Babelsberg ist wirklich ein sehr schönes Viertel. Babelsberg hat einen guten Fußballverein. Ja, den besten. Ja, René hat nie woanders gelebt und sogar extra in Potsdam studiert, um seinem Verein immer nahe zu sein. In der Schule wie auf dem Fußballplatz muss René Gruppendynamik steuern. Ja, was soll ich sagen? War eine ziemlich stressige Woche. Hab jetzt in der fünften Klasse ein großes Problem mit einem WhatsApp-Klassenchat. Den versuchen wir gerade aufzuräumen. Ich habe auch das Gefühl, dass ein paar Kinder da ziemlich dolle vorm Handy. Ab Montag bis Freitag ist hier total professionell, wirklich hohe professionelle Sozialarbeit. Und ich glaube, das spüren auch die Lehrer und meine Schüler.
Und am Wochenende ist eben, na, ist ja unschlimmert, aber da ist eben Fußball für mich vorrangig. Und das wissen alle. Ich kann auch ja nicht lügen, da bin ich viel zu authentisch. Und da fragen sie auch meistens, wie hat denn Basler gespielt? Und sie wissen auch manchmal, wenn es wirklich blöd gelaufen ist, wie Basler gespielt hat, ohne jemals den Videotext oder die Zeitung gelesen zu haben. Authentisch sein ist der Schlüssel in der Jugendarbeit. Gerade die älteren Jugendlichen, die kurz vor der Lehre stehen, kommen mit ihren Problemen zu René. Ja, wird man schon ein bisschen ruhiger, wenn man das immer durch hat. Ja, kannst du ruhig Knie nehmen? Nee. René begleitet diese Jugendlichen bis zum Schulabschluss. Hier liegt er, habe ich. Marcel, trainierst du? Nee. Und Dennis? Ich mache im Metallbau so. Im Metallbau? Oh, das ist ja cool. Finde ich richtig cool, dass ihr euch so gemacht habt. Gut ab, finde ich gut. Ich habe auch erst später Abitur gemacht. Ich habe erst eine Ausbildung gemacht und dann Abitur und auch Fachabitur. Kann ich nur jedem empfehlen, wenn das bei euch auch mal irgendwann nicht werden sollte oder so, dann macht einfach irgendwas Neues, da gibt es ziemlich viele Möglichkeiten. 2 Monate müssen wir noch hier sein, versucht so viel wie möglich rauszuholen. Ich weiß, dass das letzte 10. Klasse Zeugnis zählt. Ich wünsche euch einen schönen Feierabend, wa? Danke, Mann. Dennis. Ja, Daniel. Gut, wir sehen uns morgen. Bis morgen. Ciao. Feierabend bedeutet Zeit für den Verein und das Fanleben. Jeder Verein, der was auf sich hält, hat ein eigenes Fanprojekt. In Potsdam-Babelsberg ist ein altes Weberhäuschen die Zentrale rund um die Aktivitäten der Fans. Hier werden Choreografien fürs Stadion genauso geplant wie die nächste Bildungsreise ins KZ Sachsenhausen. Gegen Rassismus, Antisemitismus und Homophobie. Auch darum geht es den Babelsberg-Fans. Das Fanprojekt bietet auch Raum für tiefgreifende Diskussionen. Besonders, wenn Aktionen aus Sicht der Fans schrecklich schief gehen, wie letztes Jahr beim Pokalspiel gegen Luckenwalde, das Babelsberg gewann. Nach dem Spiel eskaliert die Situation. Die Fans wollten mit den Spielern feiern. René Kulke, hier mit weißem Hut, war als Vorsänger mittendrin und geriet zwischen die Fronten, wie das Video einer Fankamera zeigt. Er hatte hier sein Podest als Vorsänger gehabt, also so wie es immer üblich ist. Und er stand da, ne, wie man sieht, er stand und hat einfach aus nichts, ohne Vorwarnung, eine ziemliche Ladung Pfefferspray abbekommen. Ich denke aber nicht nur eine. Und dann werdet ihr gleich sehen, wie er, ohne dass er sich abstützen kann, weil er bewusstlos wird, da runterfällt. Es gab noch andere bewusstlos und dann kam so eine Reaktion bei den meisten, wir müssen helfen. Und durch die Hilfe sind halt noch mehrere Leute dann aufs Feld und wollten den Verletzten helfen, weil die Polizei hat da nichts gemacht, die haben die liegen lassen, da lag jemand einfach blutend bewusstlos. Das aggressive Vorgehen der Polizei beschäftigt die Fans noch heute. Über 120 Babelsberg-Anhänger wurden nach eigenen Angaben durch den harten Einsatz der Polizei verletzt. Ich kann mir sowas nicht gut angucken, das ist ziemlich dolle mit Gefühlen behaftet. Ich war eine Dreiviertelstunde lang ohnmächtig gewesen. René hatte sogar seine Zunge verschluckt. Eine lebensbedrohliche Situation. Holt mal einen Ersthelfer! Ich hab wirklich gedacht, das Licht geht aus. Ich will das jetzt auch nicht mehr gucken. Ich kann das nicht mehr sehen. Das macht mich fertig. Wenige Tage später ist es soweit. In Cottbus machen sich hunderte Fans auf den Weg ins Babelsberger Stadion. Die warten doch schon in Berlin auf uns. Ja, die Babelsberger. Ja. Hat ein bisschen Vorgeschichte, Tradition bei euch? Babelsberg? Hass gegen ja, Hass, ja. Ich sag einfach nur dazu, das ist für mich einfach nur Zeckenhausen. Also, Linkerverein. Ja. Zecken, Zigeuner und Juden. Also, wir mögen uns nicht. Also, wie seht ihr euch? Ihr rechts, oder? Ich find's gut, dass du drüber lachst. Nee. Normal. Sind immer dabei. Wir sind Cottbus. Und ihr nicht! Wir sind Cottbus. Und ihr nicht! In Babelsberg hat man sich wochenlang vorbereitet. Jetzt muss sichergestellt werden, dass die unterschiedlichen Fans nicht aufeinandertreffen. Klar ist eine Anspannung. Ist ja eine Aufgabe, die du hast, das irgendwie so zu gewährleisten, das Spiel, dass im Endeffekt keiner irgendwie mit einem Schaden nach Hause geht. Das ist ja die wesentliche Aufgabe, die hier im Prinzip zu gewährleisten ist. Auch der Vizepräsident des Vereins packt mit an. Ich
freue mich drauf. Kommen Haufen Leute, wollen das Spiel sehen. Das hoffentlich alles friedlich bleibt, ist mir ganz wichtig. Und am Ende müssen wir natürlich gewinnen, das ist klar. Ne? Okay. Danke erstmal. Die Polizei sichert besonders den Gästebereich, durch den die Cottbusser am frühen Nachmittag geschleust werden sollen. Sprengstoffhunde suchen vor allem nach gefährlicher Pyrotechnik, die von Ultras gerne vor dem Spiel in den Büschen versteckt wird. Die Cottbusser haben währenddessen den Berliner Hauptbahnhof erreicht. Und schon jetzt kommt Pyrotechnik zum Einsatz. Und Cottbus kriegt durch die Scheiße wieder Ärger, weil die Bahn muss den ganzen Zug enträuchern, wir clean machen, Kosten für Energie Cottbus. Und das sind keine Fans, das sind für mich Idioten. Nur eine Handvoll Idioten können den Charakter eines Spiels radikal verändern. Was haben die Ultras auf beiden Seiten vor? Sportlich geht es am Ende der Saison jedenfalls um nichts mehr. Für uns ist es allerdings auf Fan-Ebene noch ein wichtiges Spiel. 2-1 für Babelsberg. Ich glaube, es wird ein 0-0. Was nicht passieren darf, dass bei Babelsberg weniger Tore stehen als bei Energie. Die Babelsberger Fans wissen, dass bis zu 1000 Cottbus-Fans zu ihnen kommen wollen. Die Atmosphäre ist angespannt. Beim Aufmarsch der Cottbusser Fans sind wieder die üblichen Verdächtigen dabei. Wer da mitmarschiert, wird schnell klar. Vor dem Stadion bekommt Linda vom lauten Aufmarsch der rechten Anhänger ihrer Mannschaft noch nichts mit. Na, bis jetzt gehe ich mit einem guten Gefühl rein. Ist ja relativ ruhig hier überall. Sehen alle ganz entspannt aus, trinken ihr Bierchen. Wird schon. Die Fangruppen von Cottbus und Babelsberg gehen getrennt ins Stadion. Ja, jetzt ist es jetzt weg drin, wenn das alles gut. Jetzt ist super. Ich hoffe, dass wir heute ein tolles Fußballspiel mit viel Emotion. Das Spiel ist die Kulisse für die Inszenierungen der Fans. Und René Kulke ist der Babelsberger Dirigent. Aus dem Cottbusser Block kommen die ersten eindeutigen Gesten, die umgehend beantwortet werden. Allen ist klar, dieses Spiel verlangt einen erfahrenen Schiedsrichter. Schon vor dem Anpfiff entzünden die Babelsberger Fans die erste Pyrotechnik. Verboten oder nicht, für die Ultras aus beiden Lagern gehören die Feuerwerkskörper einfach dazu. Dann attackieren sich die Fanblöcke mit Bengalos und Böllern. Die Cottbusser stürmen den Platz. Die Folge ist eine Spielunterbrechung. Ich glaube, hier ist jetzt die Grenze deutlich überschritten. Schon vor dem Ende der ersten Halbzeit werden aus dem Cottbusser Fanblock 5 Männer von der Polizei festgenommen. Hinter den Kulissen wird diskutiert, ob das Spiel durch den Schiedsrichter abgebrochen werden muss. Wir haben uns so verständigt, er pfeift nochmal an, das Spiel geht weiter. Und aber bei einer relativ geringschwelligen Unterbrechung oder Sachverhalt würde er wieder abbrechen, das Spiel. So war die Verständigung. Und dann das erste Tor. 1:0 für Cottbus durch den afrodeutschen Mittelfeldstürmer Strelly Mamba. Wir liegen 1:0 hinten, das kotzt mich richtig an. Ich möchte, dass Babelsberg gut aussieht. Ich möchte nicht, dass diese Ochsen da gut aussehen.
jetzt ist das eingetroffen, was ich die ganze Zeit wollte. Ich will das Babelsberg hier gewinnen. Ich will das Babelsberg hier Ton angeben. Leute, es ist ein wichtiges Spiel für uns. Da geht es um Zeichen für die Saison. Und dann hat der Fußballgott ein Erbarmen. Der Ausgleich. Als die Cottbusser Hooligans erneut versuchen, das Spielfeld zu stürmen, gibt es eine weitere Spielunterbrechung. Nur durch Pfefferspray gelingt es den Polizisten, die beiden Fangruppen auseinanderzuhalten. Unbeirrt durch die Tatsache, dass auch die Polizei das Ganze filmt, wird dutzendfach der verbotene Hitlergruß gezeigt. Der bereits im Cottbus und auf dem Weg ins Stadion aufgefallene Fan zeigt den verbotenen Hitlergruß. Wenn uns das gelingt, dann wird das Spiel in wenigen Minuten fortgesetzt. Ich hoffe, dass wir das dann ohne weitere Vorfälle zu Ende bringen können. Dankeschön. Wir haben über 130 Ordner hier im Einsatz plus die Polizeikräfte. Also ich weiß auch nicht, was man jetzt noch machen kann, um so eine Szene hier noch zu verhindern. Also mir fehlen da ehrlich gesagt auch die Worte, was da gerade abläuft. Der deutsch-türkische Trainer von Babelsberg 03, Cem Efe, bittet René, deeskalierend auf die heimische Nordkurve einzuwirken, damit das Spiel weitergehen kann. Sprachlos bleibt die Babelsberger Nordkurve allerdings nicht. Sie ist auf die Nazi-Fans vorbereitet. Das Spiel wird härter. Babelsberg kämpft. Und dann, kurz vor Schluss, fällt das erlösende 2:1. Die Cottbusser ziehen geschlagen ab. Wie bewerten die friedlichen Fans das Geschehen? Dann diese Kommentare von den Gegnern. Wir sehen ja die größten Nazi-Schweine und so eine Scheiße. Da sage ich einfach nur dazu, die haben überhaupt keine Ahnung. Die haben überhaupt keine Ahnung. Die konnten nichts anderes sagen, außer wir sind die größten Nazi-Schweine. Hier, der hier. Es gab schon auch Hitlergrüße bei euch im Block, ne? Ja, das war klar, aber es war auch zur Provokation gegen die Rufe, die wir bekommen haben von unseren Gastgebern. So, was Heiko heute früh sagt, mehr kann man nicht machen. Mein Ultraleben ist wieder in Ordnung. So, ich muss erst mal einen trinken. Ich finde so eine Aktion richtig scheiße, die Cottbus da veranstaltet hat. Aber noch beschissener finde ich, weil immer Idioten dabei sind, dass die Kurve das nicht ächtet. Wie jeder Verein, der sagt, ich will keine Nazi-Fans haben, der muss was dagegen tun. Ist komisch, war, es ging ja um nichts mehr, aber wir haben trotzdem gewonnen heute. Warum? Weil wir es können. Weil wir es können. Ganz ehrlich, wer so ein Kopfzeug mitbringt, der hat Probleme. Der hat wirklich Probleme. Babelsberg hat gewonnen. Die Polizei leitet Verfahren gegen 18 Cottbusser und einen Babelsberger Fan ein. Wegen Einsatzes von Pyrotechnik, Hausfriedensbruch und Zeigens des Hitlergrußes. Das Brandenburg-Derby wird also noch ein juristisches Nachspiel haben.